Bist du als Kind mit Literatur aufgewachsen? Gab es da was Prägendes? Naja, naturgemäß eigentlich nicht, weil man ja vom Bauernhof nicht unbedingt angehalten wird zu lesen. Aber als ich lesen lernte in der Schule, das war wirklich ein prägendes Erlebnis für mich, weil ich plötzlich begriffen habe, dass es Bücher gibt und dass die Welt groß wird. Also Bücher haben in meinem Leben eine sehr große Rolle gespielt. Hast du was Prägendes gehabt, so ein Jugendbuch, irgendwas, was dich so gepackt hat? Ja, also abgesehen davon, dass ich als Kind habe ich einfach, jetzt bleiben wir gleich beim katholischen, kreuz und quer gelesen. Ja. Ich bin in die Gemeindebücherei und das Auswahlkriterium war, dick soll es sein, das Buch. Dick, weil dann dauert die Geschichte länger. Dadurch habe ich von Tolstoi, weil es so dick war, gelesen, aber auch Konzerlik und alles Mögliche. Also ich habe ja keine Ahnung gehabt, was Literaturgeschichte ist oder so. Ich hatte ja keine Anleitung. Und mit 15 Jahren ist mir zum ersten Mal Kafka in die Hände gefallen. Und das war wirklich ein Einschnitt. Mhm. Ab da war mir irgendetwas klar, dass es diese Literatur gibt und jene Literatur. Allerdings war es nicht allzu gesund, das alles alleine zu lesen. Mhm. Wie hat sich denn ausgewirkt? Depression. Oje. Ich hoffe, ich habe dich jetzt in keine Depression gespürt. Nein, aber Kafka ist großartig und na, so. Aber wenn man als Jugendlicher neigt man ja dazu, alles unglaublich ernst zu nehmen. Der Humor hält sich in Grenzen und man steigert sich dann natürlich wahnsinnig rein. Und ich habe das vor allem alles eher emotional verstanden als rational. Ja. Das war eher eine Gefühlslage, die ich sozusagen gespürt habe und die mich dann angezogen hat. Und wenn man da ganz alleine damit ist und eigentlich niemand hat, mit dem man darüber sprechen kann, würde ich sagen, ich würde es jetzt keinem Jugendlichen empfehlen, der damit alleine gelassen wird.